damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli. Wie ihr seht, habe ich Rizeros eben Ice Heat beigebracht und dafür Drachenpuls vergessen lassen. Nur, dass ihr auf den neuesten Stand seid, denn ja, Drachenpuls ist eine physische Attacke und... ist eine spezielle Attacke. Und Rizeros hat physisch einen Angriff von 200 mittlerweile und speziell nur 80. Von daher lohnt sich das mehr. Und es ist ganz gut, um eine Eisattacke wenigstens mal im Moveset zu haben, um so ein paar Flug-Pokémon auch nochmal, oder Drachen-Pokémon, das fürchten zu lernen. Egal, hier ist Blau. Nicht schlecht, Kollegin. Mensch, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine Pokémon-Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht es nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendetwas festnageln. Aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lange genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arenaleiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania City. Du machst das bestimmt gut, nur wenn du gegen mich gewinnst. Ja, eigentlich schon. Nur wenn du gegen mich gewinnst. Haha, guter Witz. Wenn ich mich nicht irre, solltest du jetzt eigentlich was anderes zu tun haben. Also dann, Elite. Auf geht's zur Pokémon-Liga. Die Top 4 warten auf dich. Folge einfach Route 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur ja nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Du willst echt nicht kämpfen? Du Weichei. Ich wäre lieber der Arenaleiter geworden. Erstmal heilen wir uns. Zuallererst, das ist das Wichtigste. Ja, da hinten war ein Zerschneiderbusch. Ich glaube, den haben wir noch nicht aufgemacht gehabt. Damals, als wir hier waren, konnten wir das noch gar nicht. Und bevor wir uns auf den Weg zur Arenaleiter machen, möchte ich erst noch einen anderen Ort besuchen, den wir erreichen können, aber bisher storymäßig nicht mussten. Beziehungsweise, man muss ihn, glaube ich, storymäßig gar nicht besuchen. Aber wir besuchen ihn eben, bevor das alles doch zu einfach wird. Möchte ich da eben hin. Der eine oder andere weiß vielleicht schon, von was, welchem Ort die Rede ist. Als kleinen Hinweis, wir haben in der Nähe Dratini gefangen. Und hier ist... nichts. Lol. Okay, das war mega unnötig. Mit Peter spielen? Hallo. Hi, Peter. Ja, Marco Peter. Wenn wir schon hier sind... hier. Schmeckt's? Du isst ja kurz den Grün, ne? Okay, gut. Aber jetzt mal wirklich, wir müssen die Geheimtechnik einsetzen, und zwar Himmelsritt. Wir müssen fliegen. So, und zwar ist die Rede, man sieht schon auf der Map, hier ist ein dunkler Punkt, und zwar die Rede ist vom Kraftwerk. Ist das so lang? Okay, wir müssen von Azuria City aus zum Kraftwerk gehen. Lässt sich eben nicht vermeiden. Haben wir schon mal Rizeros draußen gehabt als Pokémon? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Pokéball holen. Komm mal raus, Rizeros. Eindeutig nicht, denn wir reiten auf ihn, sehe ich gerade. Und das ist echt eine coole Art zu reisen. Darum habe ich das noch nie gezeigt. Gut, dass mir das eingefallen ist gerade. So reißt es sich auf jeden Fall bequem und dir kommt keiner zu blöd. Bin ich mir ziemlich sicher. Damit macht man sich Platz. So, wir müssen eben hier lang. Oh, wieder ein Zerschneiderbusch. Dass die nicht für immer weggehen können. Kann hier niemand das Unkraut jäten? Ich muss das jedes Mal aufs neue Ich machen. Echte Frechheit.
Ich dachte gerade, was hat der dann, was steht da denn für einen Special-Charakter mit einem besonderen, mit einer besonderen Frisur? Aber es war einfach nur das Netz von diesem Käfersammlerjungen. Hat mich leicht irritiert. Vor allem wie Rizoros stapft. Bam, 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 bam. Mächtiges Rizoros. Aber da sind wir ja schon. Ein bisschen Jong tue ich eh nicht. Ich kann die eh nicht schaden. Aber ich mag dieses, dass man auf dem Pokémon reiten kann. Hey, Kapador. Ob das beim Surfen auch so ist? Ich glaube nicht. Sonst wären wir, glaube ich, schon auf Kinder jetzt unterwegs, oder? So, hier ist doch schon mal jemand. Was willst du eigentlich? Du bist also extra bis hierher gekommen. Das heißt, du bist auch ein Maniac. Möchtest du mal meine Sammlung sehen? Nein, ich bin kein Maniac. Vor allem kein Phlegmon-Maniac. Mark, lass mich einfach in Ruhe. Oh, da ist auch ein Rihorn. Das ist ein Rihorn. Ich hab schon Rizoros. Ja, wir sind jetzt 42, wir werden langsam zu stark dafür. Von daher müssen wir das eben schnell machen. So, wir zeigen mal eine Mega-Entwicklung, dass es nicht ganz so lame ist. Habt ihr bisher nur einmal gesehen? Mega Bisaflor. Macht daraus aber leider keinen Mega-Pilotenwirbel. Aber es reicht trotzdem. So, was hast du als nächstes? Ein Lamus? Ein Schlurp. Hatte ich auch noch nicht das Vergnügen mit einem Schlurp. Mit seiner ewig langen Zunge. Damit kommt es, mit diesem Lappen kommt er an den Joghurtbecher bis nach ganz unten. Wie ein Hund. Das ist aber ein großer Becher, selber so ein Riesenlappen. Ja, du hast wohl gewonnen. Naja, macht nichts. Eigentlich müsste ich ein dümmer Blut synchronisieren, so wie er wieder guckt. Diese Maniacs. Hier liegt ein Pokéball, das habe ich nicht übersehen. Ein Donnerstein. Tja, Peter, hä? Hast du Lust? Nein? Ah. Dann halt eben nicht. Als ob hier nichts ist. Als ob hier nichts wäre. Nein? Okay. Kraftwerk. Dann besuchen wir mal das Kraftwerk. Hallo Smogmog, machst du Platz? Danke. Sieht nicht gerade sehr... Oh, mein Top-Beleber. Sieht nicht gerade sehr benutzt aus, beziehungsweise auf Vordermann, ob das so sicher hier ist. Ich weiß ja nicht. Hier ist ein Ast-Trainer. Unter den Trainer-Coaches... Trainer-Coach meine ich. Steht das Kraftwerk auf Rang 2, der Orte, denen man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wohin ich eigentlich wollte, aber macht meinen Job immer gut. Soll ich dir mal demonstrieren? Ja. Ja, ich glaube, Platz 1 ist die Frosthöhle, wo Arktos war. Die Seeschauminsel. Oder Seeschaumhöhle, ja. Denn. Das ist noch ein bisschen schlimmer als dieses Kraftwerk. Eigentlich geht's doch hier, oder? Ich meine, du bist im Trockenen. Ich glaube, du bist im Warmen und Strom solltest du en masse haben. Aber mit dem Amarat. Sehr schönes Pokémon, by the way. Das tut mir aber leider nicht das Wasser reichen. Eigentlich könnten wir Dragonier kämpfen lassen, oder? So stark sind die hier ja nicht, oder? Dragonier würde auch endlich mal Zeit. Ich meine, wir gehen auf dem Weg zur Pokémon-Liga und haben noch nicht Dragonier kämpfen sehen. Aerodactyl. Klar, wir sind jetzt an der Levels wieder. Drachenhute. Steinhagel. Autsch. Boah. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir sind noch ein bisschen zu schwach für diese Gegner. Aber Drachenhute wird den Gegner austauschen. Oh, und damit wissen wir, was uns noch erwartet. Aber auch dagegen haben wir leider keine Chance. Tut mir leid, Dragonier. Lass das mal... Lass das mal Rizoros bitte erledigen. Hab ich schon wieder gesagt? Dragonier. Ja, passt schon.
Dragonier, zieh dich mal zurück. Ist schon in Ordnung. Wenn ich es gewusst hätte. Du bist doch vom Typ Käfer, oder? Dann müsste Eis doch eigentlich sehr effektiv sein. Eis hier, probieren wir es mal aus. Wir haben es ja beigebracht. Oh, Wasserdüse. Autsch, das tut weh. Nein? Okay, der ist auch. Ja, er ist, glaube ich, auf dem Boden. Genug der Spielereien. Versuchen wir es mit Erdbeben, bevor er uns mit Wasserdüse hier tatsächlich noch gefährlich wird. Boah. Ich habe sie wohl ein bisschen unterschätzt. Komm schon, Aerodactyl schaffst du noch, oder? Steinhagel. Knirscher, das ist schneller. Oh, Glück gehabt. Aber, bam, das haut rein. Ja, Dragonier, schade. Vielleicht brauchst du mal noch ein bisschen Push, dass es an die anderen rankommt. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das gilt für uns beide. Für mich gibt es ein nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Hier, ich habe noch was für dich. 5 Sonderbonbons? Vielen Dank. Also, warte mal. Wir haben 20 Sonderbonbons. Damit könnten wir rein theoretisch Bisaflor auf Level 80 trainieren. Nur mal so rein theoretisch, ne? Oder Dragonier auf das Level der anderen heben. Hm. Und bevor wir ein Pokémon haben, was Level fucking 80 ist, in der Pokémon-Liga, was die ganze Sache einfach nur übertrieben schwer übertrieben macht, würde ich behaupten, wir investieren diese Sonderbonbons jetzt in Dragonier, damit es einfach auf das Level von den anderen kommt. Wir, nicht alle, ja. Aber, nahezu. Ein bisschen Dragonier pushen. Das hat's nötig. Dann sparen wir uns das Offscreen-Training. Und ihr seht, was passiert. Denn, ja. Das Problem war halt, Dragonier kommt man so spät ran. Aber ich wollte es unbedingt im Team haben. Von daher, finde ich, haben wir eine ganz gute Lösung für die Sonderbonbons jetzt doch noch gefunden. Denn wenn ich jetzt mit Bisaflor auf Level 80 da reinkommen würde, ich glaube, da würdet ihr auch sagen, hey, du one-hittest alles, das ist ein bisschen langweilig. Wutanfall ist auf jeden Fall eine mächtige Attacke. Donnerwelle, Agilität bin ich kein so großer Fan von. So. Weiter geht's. Und ich glaube, Dragonier tut sich jetzt gleich auch entwickeln, oder? Ja. Allerdings will ich da kurz mal was schauen, und zwar wegen den Attacken. Da muss ich jetzt mal ganz kurz was nachschauen. Da das jetzt relativ spontan ist, muss ich kurz... Tut mir leid. Verdammt. Aber wir wollen ja keinen Fehler machen und das sollten wir auch nicht tun. Da packen wir eben die komplette Lösung raus, weil da stehen natürlich auch drin, wann Dragonier was erlernen möchte. So. Eigentlich können wir es getrost entwickeln. Okay. Gut. Ich würde auf Level 46 dann Hyperstrahler werden, aber als Dragoran halt eben auf Level 70. Ein bisschen später, aber egal. Damit haben wir auch das letzte Teammitglied seine finale Form erreicht. Und wir haben einen Dragoran. Typ Dracheflug. Versucht Flügelschlag zu erlernen. Eine Flugattacke? Ja, warum nicht? Ist Flügelschlag stark? Eigentlich nicht, ne? 60. Naja, aber besser als Slam erstmal. Okay. Aber wir schauen gleich mal, was wir für die TMs so haben, weil
Ich habe in Erinnerung, Dragoran kann auch Donner erlernen und das ist ganz schön badass. Hauen wir erstmal noch ein paar Sonderbonbons rein. So. Sollte das passen vom Level her? So. Cool. TMs, was haben wir da? Donnerblitz? Ja, würde es erlernen wollen. Teleport, Finsteraura, Megasauge, Psychokinese, nicht, leider keiner. Flammenwurf würde es auch erlernen wollen. Es ist ein bisschen wie Rizeros, so ein Allrounder, der alles kann, prinzipiell. Drachenpuls, ha? Das hört sich doch nach einer guten Attacke an für dich eigentlich. Besser als Drachenrute, weil Drachenrute tut den Gegner halt changen und das ist nicht so mein Fall. Hat auch nur Stärke 60 und Drachenpuls 85. Dann wechseln wir das. Ja, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, unser Teammitglied hier aufzurüsten, aber es wird sich lohnen. Zauberschein natürlich nicht. Surfer wird es auch erlernen, Feuerschlag wird es erlernen, Eisstrahl wird es auch erlernen wollen. Fliegen, ja. Erdbeben auch, Feuersturm auch. Mann, 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 was ein starkes Vieh. Ja, Fliegen ist es besser als Flügelschlag. Es dauert halt 2 Runden, das ist ein bisschen dumm, ne? Eisstrahl, schön und gut. Erdbeben, ja, aber dafür haben wir Rizeros. Ich würde eher noch behaupten, wir geben ihnen noch Donnerblitz. Denn dann haben wir auch noch einen Pokémon, was eine Elektroattacke kann. Ja, außer Peter im Prinzip. Donnerwelle, ja. Nee, dann lieber Donnerblitz. Okay. Gut. Dann haben wir Dragoran auch soweit. Das tun wir natürlich gleich an erster Stelle. Ist doch klar. Cool, weiter geht's hier im Kraftwerk. Und wir finden, ja, Spezialverteidigung, Müll, mit anderen Worten. Oh, und das ist ganz schön groß hier. Oh, ein Elekid. Hey, komm her. Wie geht's, wie steht's? Sowas haben wir noch nicht. Hallo, Elekid. Hey, ich will schon nur fangen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Yes. Im ersten Ball. Ja, der getroffen hat. So. Mann, ist das hier riesig. Ich brauche mal ein paar Sackgassen, danke für diese eine. Wir finden gleich einen Sonderbonbon. Easy. Hey, Marketido, komm mal mit. Dich hätte ich auch ganz gerne. Man weiß ja nie. Ein riesiges Marketido, selbstverständlich. Tut mir leid. Hey. Hätte man sehen können. Natürlich, ist ja klar. Und? Es bleibt drin, sehr schön. Es macht keine Mucken. Sehr schön. Auch Magnetilo erhält seinen Eintrag in den Pokédex und ist registriert. Wir sind hier ja nicht wie Deutschland, wir registrieren hier alle. Das war böse, ja, ich weiß. Jetzt Donner! Ja. Tja, Donner ist natürlich der bessere Donnerblitz, ne? Auch wenn es nur eine Trefferwahrscheinlichkeit von 70 hat. Donnerblitz oder Donner? Es ist 20 stärker, ne? Hat aber dafür eine Genauigkeit von 100. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint. Was euch lieber wäre, Donner oder Donnerblitz? Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Du hast einen verkehrt rumliegender Pokéball? Das sieht falsch aus. Nach einer Falle. Krumm! Bam! Und es war ein Elektroball. Wer hätte das gedacht?
Also die Fakes gibt's auch. Und es endet gleich in einem Kampf. Okay. Da sehen wir doch gleich mal Dragora. Der sofort ausrastet mit Wutanfall. Allerdings sind wir Typ Flug auch noch und deswegen müssen wir anfällig gegen Elektro. Aber boah, das haut ja richtig rein. Aber nun sind wir in der Lage, es zu fangen. Hä? Also nach links habe ich bestimmt nicht geworfen. Ey! Verarsch mich nicht. Das kann ich schön selber. Sehr schön. Aber es macht keine Mucken und ist beim ersten Ball sofort drin. Wunderbar. Sonderlich viel EP gab es jetzt nicht dafür. Aber egal. Gut. Das Kraftwerk erkunden wir weiter im nächsten Part. Lasst einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, schreibt gerne, ob Donner oder Donnerblitz, was ihr meint. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier im Kraftwerk.